ohne meinen Gast aus Holzminden wären ein paar ganz wichtige Dinge des Lebens richtig, richtig schwierig. Zum Beispiel Autofahren oder in die Disco gehen. Und was die Firma Otto Kühnicke damit zu tun hat, das kann mir Harald Kersting erklären. Herr Kersting, was machen Sie bei der Otto Kühnicke? Hallo Herr Schulte. Ja, wir bauen Sondermaschinen für den Versand von sicheren Dokumenten. Machen Sie Ihr Portemonnaie auf, da bin ich sicher, da finden Sie haufenweise Karten, Ihren Ausweis, vielleicht haben Sie Ihren Pass mit dabei. Ja. Und das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Ja. Und Sie haben 70% Exportbestimmung, also richtiger Global Player in dem Bereich. So ist es. Ich glaube, es sind sogar 80%, habe mich noch mal ein bisschen schlauer gemacht. Tatsächlich sind wir auf jedem Kontinent der Welt vertreten, die Antarktis mal ausgenommen. Überall stehen unsere Maschinen tatsächlich und wir sind dort erfolgreich. Pinguine müssen auch kein Auto fahren. Wie muss man sich denn so eine Maschine vorstellen? Also wenn ich ein Dokument habe und das kommt jetzt zu mir nach Hause, was müssen Sie da für technisch alles umsetzen? Ja, wir haben klassischerweise so einen Footprint, so eine L-förmige Anordnung der Maschine. Von der einen Seite werden sozusagen die Karten in die Maschine oder die Dokumente reingelegt. Und dann werden die Dokumente identifiziert. Parallel an ganz vielen Stellen haben wir also Kommunikation in der Maschine. Mit dieser Information gehen wir dann in eine Datenbank. Die Datenbank erzeugt für uns on demand das notwendige Papier, auf die das Dokument später aufgebracht wird. Das heißt, wir haben Hochleistungsdrucker am Start unserer Maschine, die das Papier produzieren. Und wir transportieren dann die Karten getaktet und die Anschreiben getaktet sozusagen durch unsere Maschine. Und die Produkte werden irgendwann verheiratet. Das Ganze wird dann noch gefalzt, dass es ein klassisches Briefformat bekommt. Dann wird es in einen Umschlag gesteckt. Und am Ende der Maschine haben wir noch eine große Vielfalt von Nachverarbeitungsprozessen, Wiegesysteme, Sortiersysteme, Frankiersysteme, was auch immer notwendig ist. Das ist sehr individuell. Und am Ende kommt eigentlich ein Brief bei raus, der zu Ihnen nach Hause geschickt wird. Also eigentlich bauen Sie Verpackungsmaschinen für vielleicht das wertvollste Produkt, was man so hat, nämlich seine Identität. Richtig, wir handeln Identitäten, ja. Und das tun Sie seit 2006 mit Backoff-Automatisierungstechnik, fast ausschließlich sogar. Wie ist es denn zu dieser Beziehung gekommen? Ja, wir hatten dieses Produkt schon Ende der 90er Jahre sozusagen im Produktportfolio. Aber irgendwann hatten wir steuerungstechnisch, ein Leistungs-VW und ein Kosten-Mercedes. Und wir haben irgendwann gesagt, naja, wir müssen vor allen Dingen weg von einer massiv parallelen Verdrahtung zu einem modularen Konzept der Maschine. Und wir haben uns dann schlau gemacht. Wir haben quasi ein Casting gemacht für unterschiedliche Steuerungshersteller und am Ende ist Backoff dabei rausgekommen. Ja. Und wie haben Sie die Zusammenarbeit so erlebt, wenn ich fragen darf? Ja, ich war damals verantwortlich für die Elektroabteilung bei Kühnicke. Ich war so an diesem Prozess maßgeblich tatsächlich beteiligt. Wir hatten super Connections sofort zu den Leuten. Für uns zuständig waren ja Hannoveraner. Die alten Haudegen sozusagen sind tatsächlich persönlich bekannt. Wir haben ein gutes Verhältnis, das hält bis heute an. Und die wichtigsten Argumente für uns waren sicherlich, weil wir damals angefangen haben, unseren Export auszuweiten. Wir müssen weltweit Service bieten können. Ja. Und das stellen wir eben zur Verfügung. Wir haben ein großes Niederlassungsnetzwerk. So ist es, ja. Und wollen dabei immer helfen und können dann auch bei Problemen vor Ort helfen. Wenn's so ist es, ja. Herr Kersting, wenn Sie jetzt schon mal da sind und jetzt schauen wir uns auf dem Messestand um und Sie gucken vielleicht ein bisschen in die Zukunft von dem, was Sie bei Otto Kühnicke machen wollen, gibt es noch ein oder zwei Sachen, die Sie gerne integrieren wollen, vielleicht in das Verpacken von Dokumenten reinmachen? Ja, wir stehen hier schon an der richtigen Stelle. Ein Zufall. So ein Zufall. Das interessiert mich persönlich, weil das auch genau die Leistungsklasse ist, die sicherlich für unsere Produkte in Frage kommt. Also wir schwenken ja keine Karosserien mit durch die Gegend, sondern wir haben unsere Produkte sind Pässe und Karten, also im Grammbereich, dafür vielleicht sehr schnell, hochdynamisch. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem ich mich hier auseinandersetzen werde. Ein anderes Thema, was mich ein bisschen umtreibt, was ich mir mal erklären lassen will, ist tatsächlich KI sozusagen in der Steuerung. Habe ich noch keine richtige Vorstellung von. Denke, werde ich heute ein bisschen aufgeschlaut. Das sind ganz interessante Gespräche, weil man es wirklich dafür nutzen kann, um Sachen, die man klassischerweise algorithmisch löst, durch Lernprozesse zu machen. Ja. Aber da werden Fabian und Co. Ihnen sicherlich ganz viele Sachen zu erzählen haben. Herr Kersting, ich bedanke mich ganz
herzlich. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht in Kürze mal wieder in Pferd vorbeikommen. Wir waren ja schon ein oder zweimal da. Dann können wir Ihnen noch ein paar Explanarmaschinen zeigen und vielleicht noch ein bisschen über Kameras philosophieren und alles, was man sonst noch so braucht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß auf der Messe. Okay. Vielen Dank.